Maximale Erotik. Lass mir hier nicht von so einem Schwabbelkuchen hier irgendwas hier Erotik aufzwingen. Der vielleicht berühmteste Wutanfall aller Zeiten. Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Und was ist eigentlich dran an den Gerüchten, dass Psycho Andreas mittlerweile gestorben ist? Oder was macht er eigentlich so? All das und noch einiges mehr wollen wir uns in diesem XXL-Special zur wundervollsten Frauentauschfolge aller Zeiten angucken, bei der ich wahrscheinlich wieder massenhaft Gehirnzellen verlieren werde und es trotzdem wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Auch wenn Andreas ja vermutlich eigentlich der Star dieser ganz besonderen Frauentauschfolge ist, hat auch er natürlich eine Frau an seiner Seite. Und auch die ist, sagen wir mal, ein bisschen speziell. Mutter Sandra 22 ist ein besonders lustvolles Exemplar an Ehefrau. Ja, und lustvoll ist leider, wie wir noch sehen werden, wirklich sehr, sehr deutlich gemeint. Wer es ganz bis zum Ende des Videos schafft, wird dann noch so einige tolle Geschichten hören. Mit ihrem angeborenen Sexappeal verführt sie regelmäßig nicht nur den eigenen Mann. Ja, wow, ich bin jetzt auch schon spitzer als jeder Bleistift. Aber egal, wir gucken uns dann jetzt natürlich erst einmal Sandras Mann an, den vielleicht berühmtesten Reality-Darsteller aller Zeiten. Andreas 33 hat seine Karriere in der Industrie frühzeitig beendet. Geil, also ich glaube, Karriere beendet ist wirklich die schönste Ausdrucksweise für arbeitslos, die ich jemals gehört habe. Aber, und das wird mir oft, wenn man über diese Folge redet, ein bisschen unterschlagen, es gibt ja auch noch eine Tauschfamilie und die ist auch richtig toll, denn die Dame hier ist ja eigentlich der Grund, warum Andreas immer so ausrastet. Mutter Andrea 43 verwendet ihre Energie nach getaner Arbeit als Verkäuferin. Und auch sie hat natürlich einen Mann an ihrer Seite und der ist ehrlich gesagt auch nicht viel normaler als Andreas. Nur gucken, das kann er vielleicht ein bisschen gerade. Für Betonmischer Matthias 42 heißt es nach Feierabend Füße hochlegen. Ja, und während er dann seine Füße hochlegen möchte und einfach nur seine Feierabendruhe genießen, kommt dann immer seine nervige Frau und möchte so Liebe und so von ihm. Das ist ja ekelhaft. Romantikfan Andrea gibt sich redlich Mühe, um Kuschelmuffel Matthias mit ihrem Sinn für Harmonie anzustecken. Schön, und das sieht ja so gemütlich aus. Und ich finde, man merkt bei Matthias auch sofort daran, wie er dann antwortet, wie viel Bock er da drauf hat. Nämlich überhaupt keinen. Schatzi, komm mal. Oh Mann, Matthias, jetzt sei doch nicht mal so gemein und guck dir doch mal die vielen schönen Kerzen an, die deine Frau angezündet hat. Da kommt deine Kerze doch bestimmt auch langsam in Stimmung. Oh, ich hab schon gedacht, wir haben Stromausfall hier. Ist schon Weihnachten? Wow, wie romantisch. Aber okay, dann schau doch mal, denn da ist auch noch wundervoller Rotwein, der bestimmt 1,39 Euro beim Aldi im Tetrapack gekostet hat. Den solltest du jetzt richtig genießen. Also das gibt's ja wohl nicht, ey. Alter Matthias, was ist denn mit dir los? Warum arbeitest du dieses romantische Date denn jetzt einfach so ab? Das ist doch wundervoll, oder nicht? Ich hab dann erstmal eine Zeit lang Ruhe und dann hat sie da dann erstmal das Thema. Krasser Typ. Allerdings kann ich ihn insofern verstehen, dass sich, glaube ich, jeder von uns manchmal Ruhe und Sicherheit im Leben wünscht. Und damit genau du das im Internet erleben kannst, solltest du dir unbedingt mal CyberGhost VPN, den Sponsor des heutigen Videos, ansehen. Denn CyberGhost versteckt sozusagen deine IP-Adresse und lenkt deine Daten dann durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel. Damit zum Beispiel niemand weiß, dass du dir heimlich wieder ein Psycho-Andreas-Video anguckst. Nicht einmal CyberGhost selbst übrigens. Und das Ganze ist dabei auch noch besonders perfekt für Streaming- und TV-Fans wie uns, denn damit kann man auch ziemlich viele Geoblocks umgehen. Wenn du jetzt also zum Beispiel in Amerika wohnst, aber jetzt unbedingt die deutschen Frauentauschfolgen auf TV Now gucken willst, dann kannst du dank CyberGhost VPN einfach einen anderen Standort auswählen. Und das funktioniert dann auch bei über 35 Streaming-Diensten wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, HBO Max und logischerweise auch noch viel mehr. Noch ein nettes Highlight ist dann, dass man auch die Formel 1 ab kommenden März wieder kostenlos verfolgen können wird. Beim österreichischen ORF zum Beispiel das Deutsche ohne VPN sonst nämlich immer aussperrt. Da wundert es auch nicht, dass CyberGhost VPN mittlerweile schon über 38 Millionen Kunden hat, die laut Trustpilot mehr als zufrieden sind. Außerdem kann man CyberGhost VPN dann auch auf allen gängigen Plattformen benutzen und das mit bis zu 7 Geräten gleichzeitig. Und wenn du gar nicht so viele hast, dann kannst du es auch problemlos mit Freunden und Familie teilen. Und wenn es dann doch mal Schwierigkeiten geben sollte, dann hilft euch dann natürlich deutscher Support, der 24 Stunden an 7 Tage in der Woche verfügbar ist und bei dem ihr sowas hier niemals hören werdet. Und halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, nein! Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, dann habe ich heute ein besonderes Angebot mit 84% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und dann kostet es nur 1,84 Euro im Monat und 4 Monate sind auch noch komplett kostenlos. Außerdem gibt es auch noch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, also gar kein Risiko. Ja, ist ja schon gut. Dann kommen wir jetzt nämlich möglichst schnell wieder zurück zur Folge und dem wundervollen Haushalt von Sandra und Andreas. Mann, wie aufgeräumt es da ist. Das ist unser Wohnzimmer. Hier
gucken wir Fernsehen, mein Mann sitzt an seinem PC. Ach ja, wie schön. Und wenn die da nicht zwischen dem ganzen Staub hausen, dann haben sie noch andere tolle Hobbys. Ich möchte es mir jetzt schon nicht mehr vorstellen. Wir gehen noch ab und zu mal ins Fingerclub. Alles klar, Sandra, aber darüber möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel wissen. Erzähl uns doch lieber mal bitte irgendwas zum Wohnzimmer und der Couch. Und wenn die Kleine abends im Bett ist, dann haben wir halt auch hier unseren... Oh nein, Sandra, bitte, ich will das wirklich nicht hören. Lass uns jetzt über was anderes reden, okay? Am besten zeig mir als nächstes den Balkon. Hier stehe ich jetzt auf unserem Balkon. Hier hatten wir früher öfter auch Sex gehabt. Aber dadurch, dass uns die Nachbarn angezeigt haben, machen wir das nicht mehr. Okay, ich bin ehrlich, ich bin gerade innerlich gestorben und habe aufgegeben. Dann können wir uns jetzt auch einfach direkt das Schlafzimmer angucken. Und ich finde es natürlich auch sehr, sehr sexy. Ja, die halb heraushängende Wampe von Andreas ist wirklich extrem erotisch. Sandra kann da aber sogar noch einen drauflegen. Nicht nur mein Mann hat sexy Unterwäsche, sondern ich auch. Glücklicherweise, und ich danke wirklich den RTL-Redakteuren auf Knien, wird uns das allerdings erst einmal nicht demonstriert. Dafür hat Andreas einen anderen Vorschlag und der ist ehrlich gesagt noch fast schlimmer. Aber Schatzi... Vergesst unsere Schubladen mit unserem Spielzeug. Da ich ehrlich ein bisschen naiv bin, hatte ich dann ganz kurz darauf gehofft, dass sie uns jetzt ihr tolles Mau-Mau-Spiel zeigen. Oder vielleicht eine Runde vom verrückten Labyrinth gespielt wird. Spielzeug meint hier aber leider was anderes. Das war Kolumn, ne? Damit ich dich auch unten und noch mehr ärgern kann. Selbst Andreas hat allerdings ein kleines bisschen Restgeschmack und hat deswegen auch nicht so viel Lust, jetzt permanent zu ärgern. Sandra kann es aber gar nicht genug sein. Was das jetzt sein? Ah, das muss jetzt sein. Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich was von dir will. Toll. Zumal wir uns jetzt wahrscheinlich alle wieder vorstellen, was Sandra denn wahrscheinlich will. Kleiner Tipp, es ist schon wieder keine Runde vom verrückten Labyrinth. Aber Andreas hat sowieso gar keine Zeit für sowas. Der macht gerade was viel Wichtigeres. Weil vieles ist... Fernsehprogramm oder andere Sachen. Das ist Sandra egal und außerdem kann kein Fernsehprogramm mit ihr mithalten. In gewissem Sinne hat sie ja damit auch recht. Ich weiß genau, was ich halt anzuziehen habe oder wie ich mich zu verhalten habe, um dass er im Endeffekt scharf wird. Ach so, ja. Und ich glaube, am schärfsten wird der durchschnittliche Mann bei diesem wunderschönen Make-up. Das da oben sind wahrscheinlich die Pyramiden von Gizeh und das da unten grapschende Hände von Eichhörnchen, oder? Wenn Sandra mich heiß macht, dann kommt bei mir die Hormonentwallung, das Blut fängt an zu kochen. Schön. Und klingt ein bisschen wie eine Krankheit. Allerdings haben Andreas und Sandra ein großes Problem bei ihrem Leben. Sie haben nämlich leider eine Tochter. Und die muss vor solchen Aktivitäten dann natürlich weggestellt werden wie ein alter Kleiderständer. Ja, und kaum das dann erledigt ist, passieren in der Wohnung wirklich wundervolle Sachen. Wie gesagt, ich verspreche es euch, am Ende des Videos habe ich dazu übrigens noch mehr Details, die wahrscheinlich aber niemand wissen will. Allerdings muss man sagen, ist Andreas nicht nur Experte für solche zwischenmenschlichen Angelegenheiten und dafür, dass er es irgendwie schafft, mit zwei Augen in drei verschiedenen Richtungen zu gucken. Nein, er hat auch noch einen Professorentitel der Chemie. Ich kümmere mich um die Chemie, weil die Reiniger alles zum Teil, was wir im Haushalt haben, sehr hoch ätzend ist. Ach so, ja, krass. Und ich hatte kurz gedacht, dass die Expertise dann daher kommt, dass er als Kind jahrelang an Klebstoff geschnüffelt hat. Eigentlich ist es aber noch krasser. Weil das aus der Industrie und ich hatte einen Lehrgang auch darüber. Von so viel Know-how könnte sich der Tauschpapa in der anderen Familie Matthias aber wirklich mal was angucken, denn der hält sich von Reinigern lieber fern. Du könntest mal ein bisschen helfen. Ich muss mir entspannen, ich muss die ganze Woche auch arbeiten, ne? Genau, und da kann man seine Frau das schon mal komplett alleine machen lassen, denn Matthias hat auch noch eine bessere Ausrede, wobei sie genau genommen ja einfach nur noch schlechter ist. Ich weiß nicht mehr, wie er geht. Nee. Euch verlieren. Also ja, und wie liebevoll Matthias auch sonst noch ist, das merkt man, finde ich, an der nächsten Aussage über seine Frau. Ganz ehrlich, ich finde immer, man kann in dieser besonderen Folge wirklich darum streiten, wer eigentlich der schlimmere Mann ist. Zwar immer am Meckern, aber eigentlich ist er ja die perfekte Frau, ne? Brauchen wir um nichts kümmern. Dann ist aber Matthias doch endlich noch aufgewacht und ihm ist aufgefallen, wie er seiner Frau ja doch helfen kann. Nämlich, indem er andere billige Arbeitskräfte anschleppt. Die Kinder können auch mal was mit anpacken hier. Ja, und obwohl es dann, glaube ich, einfacher gewesen wäre, selber mal ganz kurz irgendwas zu tun, stapft Matthias dann direkt wirklich in die Kinderzimmer und versucht, die Kinder zu überzeugen. Deren Gesichtsausdrücke sagen schon wieder alles. Was hältst du nochmal davon, wenn du mal dein Zimmer so ein bisschen absaugst? Bei Matthias und Sandra ist man da deutlich schon einen Schritt weiter. Denn wenn die Tochter nach ihrer Abstellzeit wieder aus dem Zimmer darf, dann wird erstmal kräftig gearbeitet. Machen wir noch einen Kaffee? Ja. Naja gut, ich meine, das ist jetzt aber ja nur so eine lustige, inszenierte Szene, so wie man das von Frauentausch halt kennt. Und die Tochter wird doch jetzt nicht wirklich in ihren jungen Jahren dem Vater einen Kaffee machen. Oder? Ja.
Danke, meine Süße. Und dann hat die Kleine auch noch ungelogen ein paar andere Aufgaben im Haushalt. Nämlich zum einen wahrscheinlich alle Glühbirnen zu wechseln, ohne die Sicherung ausmachen zu dürfen. Und die Versorgung des Haustiers. Stimmt, ich komme bestimmt auch wieder auf die Beine. Man muss aber deutlich sagen, das hat jetzt nichts mit Kinderarbeit oder mit schlechter Erziehung oder so zu tun. Andreas denkt nur einfach schon an ihre Zukunft. Ungefähr 14 Jahre. In die Zukunft. Und dann ist dann auch irgendwann die Zeit, wo sie 18 wird und dann Ausbildung alles beginnt. Genau, und wenn die Kleine dann ihre Arbeiten vollbracht hat, dann bekommt sie eine ganz tolle Belohnung. Sie wird nämlich wieder in ihr Zimmer abgestellt. Alter Leute, ganz ehrlich, mir ist schon völlig klar, hier ist bestimmt von der RTL2-Redaktion wieder irgendwas gemacht worden, dass es noch schlimmer aussieht. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, seid ihr wirklich schlechte Eltern. Merkt ihr das nicht selbst? Ich selber, ich finde, ich bin eine gute Mutter, denn ich weiß, wie unser Kind reagiert. Krass. Und an dieser Stelle sei nochmal ganz kurz gesagt, dass es übrigens noch viel mehr Szenen mit dem Kind gab, die ich allerdings alle rausgeschnitten habe, genauso wie ihren Namen selbstverständlich. Aber wie auch immer, wir können uns dann ja mal die wundervollen Tauschbotschaften angucken, die Sandra währenddessen so aufhängt. Wobei eigentlich nur eine davon, die ist dann allerdings auch schon schlimm genug. Mein Mann und ich, wir führen eine offene Ehe. Also dürfte die Tauschmutter auch etwas mit meinem Mann anfangen? Ja, ich bin mir jetzt auch schon sicher, Andrea kann es kaum erwarten. Aber dann verabschiedet sich Sandra jedenfalls erst einmal von ihrem Mann. Und die beiden versuchen nochmal, sich aufzuessen. Ich lass mich aber nicht ärgern, ne? Und du dich auch nicht. Ich lass mich nie ärgern. Ich ärgere ja die anderen. Und auch Andrea verlässt dann ihre kleine Familie. Und die vermissen sie jetzt schon so gar nicht. Ja, für Mutti war es, glaube ich, schlimmer als für uns persönlich jetzt, denke ich mal. Oh, das hast du aber echt lieb gesagt, Tochter von Andrea. Aber wie ist denn das? Kannst du deiner Mutter denn vielleicht noch irgendwas Motivierendes und Aufbauendes mit auf den Weg geben? Wir haben übrigens noch uns und sie hat ja denn eigentlich da niemand. Sandra ist dann wiederum die Erste, die bei ihrer Tauschfamilie ankommt. Jetzt muss sie da halt irgendwie nur noch in die Wohnung gelangen. Ich denke mal, mit der Wendeltreppe, das müsste gehen mit dem Koffer. Oder auch nicht. Nachdem sie sich die Wohnung dann aber angeschaut hat, muss man sagen, dass Sandra grundsätzlich sehr angetan ist. Allerdings gibt es ja eine goldene Frauentauschregel bei RTL 2. Man muss nämlich trotzdem immer ein bisschen meckern. Aber teilweise ist es auch wie im Möbelhaus hier. Aber okay, jetzt wird's richtig schön, denn Andrea ist in der Zwischenzeit auch in der Nähe von Andreas und Sandras Haus angekommen. Und ihr erster Eindruck ist, sagen wir mal, wie meine Französischnoten früher immer. Also ich find's hier total hässlich, irgendwie ungepflegt. Nee, Andrea, jetzt sei doch mal nicht so negativ und guck dir doch erstmal diese richtig tolle, aufgeräumte Wohnung an. Und achte bitte mal auch auf diesen sehr speziellen Geruch. Ach du Scheiße. Nee, Andrea, das finde ich jetzt aber wirklich unfair. Dann guck dir jetzt bitte gleich den nächsten Raum an. Da gefällt mir besonders gut, wie ordentlich es ist. Ach, du Scheiße. Hallo, Andrea, das steht aber so gar nicht im Skript und außerdem wirst du dafür bezahlt, dass du auch mal was anderes sagst. Also will ich jetzt im Badezimmer mal was anderes hören. Oh, das stinkt ja hier drin, ist ja ekelhaft. Oh, die ist aber auch wirklich mit nichts zufrieden. Dann guck doch erstmal in den Kühlschrank und iss was. Vielleicht hast du ja auch einfach nur Hunger und deswegen so schlechte Laune. Da hat die Familie extra für dich ein paar Köstlichkeiten gelagert. Anderthalb Monate ist das schon abgelaufen und das gibt die ihrer Tochter zu essen. Dann hat Andrea aber wenigstens nochmal bewiesen, dass sie sehr mutig ist, denn sie hat in die Schublade geschaut und da war leider immer noch keine Version vom verrückten Labyrinth. Und ich würde das wirklich gerne mal wieder spielen. Für mich hat die nichts im Kopf, außer die Popperei. Nur eklig. Okay, Andrea, ich glaube, jetzt hast du eigentlich so ziemlich alles in dieser Wohnung gesehen, was man unbedingt mal gesehen haben sollte. Und was ist da so dein Gesamteindruck? Mein Fazit davon ist, dass hier eine Schlampe mit ihrem Mann wohnt. Ja gut, je nach Definition jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht zusammengefasst. Und nachdem Andrea dann auch noch die Tauschbotschaft von Sandra sieht, wird ihr Eindruck auch nicht unbedingt besser. So wie die aussieht, so sieht die ganze Wohnung aus. Ich fasse es nicht. Wenig überraschend redet Sandra dann in der Tauschbotschaft natürlich nur über ihr absolutes Lieblingsthema. Und falls du zufälligerweise über ein bisschen Vorstellungsvermögen verfügen solltest, herzlichen Glückwunsch, dann wirst du jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Da ich leider nicht da bin, würde ich dich darum bitten, dass du ihn vielleicht in mein sexy Dessous verführst. Na, da bin ich mir aber sicher, da kann Andrea ja gar nicht mehr anders, als jetzt so richtig Lust drauf zu kriegen. Oder? Ich bin ja jetzt wohl im falschen Film, oder was? Sandra lernt dann währenddessen direkt ihre Tauschfamilie kennen und man muss sagen, gerade Matthias hat einen wirklich sehr großen Eindruck, auch zusätzlich einen sehr gewichtigen. Ich meine, meine Frau ist ja nun auch nicht gerade schlank, aber ich glaube, bei der brauche ich auch einen Hubwagen oder sowas. Immerhin versucht Matthias sie dann aber trotzdem natürlich erstmal ein bisschen kennenzulernen, aber Sandra spricht schon wieder nur über ihr Lieblingsthema und ich habe ehrlich gesagt schon so eine Befürchtung, was ich in der nächsten Nacht träumen werde.
Wenn deine Frau, ist jetzt nur ein Beispiel, wenn mein Mann was hat und er mir es nachher erzählt, wäre das für mich kein Thema. Matthias beweist dann aber, was für ein progressiver und offenherziger Mensch er ist. Oder er hat einfach nur sehr, sehr gute glühende Eisenstangen, um sich damit die Augen auszubrennen. Also wenn du meinst, du musst hier in deinen Dessous rumhüppen, habe ich damit kein Problem. Und obwohl dann, glaube ich, wirklich jeder gemerkt hat, dass es zwischen Sandra und Matthias von Anfang an wirklich, wirklich überhaupt keinen positiven Vibe gab, sie hat trotzdem wieder nur an das eine gedacht. Also der Matze wäre schon jemand, den ich nicht unbedingt von der Bettkante stoßen würde. Auch bei Andreas ist es dann endlich kurz davor, dass er jetzt seine Tauschmutter kennenlernt. Und er ist anfangs, finde ich, wirklich noch sehr, sehr positiv. Ich möchte nicht, dass das eine Tauschmutter ist, die da nur sitzt und nörgelt und meckert. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich muss wirklich sagen, und das ist rückwirkend irgendwie echt lustig, das zu sehen, aber die Begrüßung zwischen den beiden, die ist ungelogen echt ganz schön positiv. Bin die Andrea, hallo. Hallo. Hallo, Andreas. Ein bisschen begann es da aber trotzdem schon in Andreas zu brodeln. Und hier ist sie jetzt also, eine seiner ersten legendären Äußerungen. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicke. Und dann wagt diese hochnäsige Zicke auch noch darauf hinzuweisen, dass die Wohnung vielleicht gar nicht super sauber ist. Oh, oh. Ich finde, das ist hier total, das ist ein Dreckstall für mich. Ja, und ich glaube, dann hätte Andrea gerne noch ungefähr 17 Minuten weitergeredet, aber Andreas hat sie einfach an der Stelle schon unterbrochen mit dem berühmtesten Wutausbruch aller Zeiten. Und halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, bleib nein, hier. Nein, jetzt red ich! Genau, und ich finde es auch sehr gut, dass Andreas hier mal auf den Tisch haut, denn in Sachen Chemie, Hygiene und in drei verschiedenen Richtungen zu gucken, da ist er nun mal der Experte. Das Kinderzimmer ist sauber. Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt. Davon wiederum ist Andrea allerdings nicht besonders beeindruckt. Und dann kommt sie auch noch. Eine wirklich schlimme Lüge. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein Gemüse gefunden. Was? Kein Obst? Da brennen bei Andreas direkt mal die Sicherungen raus, die seine Tochter nie ausmachen darf, wenn sie die Glühbirnen wechselt. Stopp! Sonst kriegt ihr gar keinen auf die Schnauze. Und hier muss man wirklich sagen, dass man Andreas' Erregung sehr, sehr gut verstehen kann. Denn er beweist gleich nochmal, wie falsch Andrea eigentlich liegt. Kein Obst nicht im Haus haben, obwohl, man sieht's, es ist Obst im Haus. Ja, denn da sind nicht nur Apfelfrikadellen und Birnen-Nuggets, sondern da hinten ist auch ein bisschen vergammeltes Obst und ziemlich viel Dreck. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Naja, allerdings würde Andrea jetzt auch eigentlich wirklich gerne noch mal was sagen. Darauf hat Andreas aber nicht so viel Bock. Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Merkwürdigerweise bekommt Andrea dann nach und nach ein immer negativeres Bild von Andreas. Komisch. Ich verstehe fast nicht, was die eigentlich hat. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Andrea bringt dann den konstruktiven Vorschlag, dass man ja vielleicht ein bisschen aufräumen könnte und Dinge verändern. Aber jeder, der diese Folge vielleicht schon kennt, der weiß, Veränderung, das ist Andreas Erzfeind. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Ja, gut, Andreas, aber ganz ruhig. Aber wie wäre es denn, wenn man vielleicht ein bisschen das Bad sauber macht oder so? Weil, weißt du, Kackflecken am Badewannenrand sind jetzt nicht jedermanns Sache. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so. Wie denn? Für mich, witzigerweise, versucht Andrea dann in der Situation übrigens noch ein kleines bisschen zu deeskalieren. Aber Deeskalation, das ist noch so ein Erzfeind von Andreas. Bleib doch mal ruhig. Nein, das ist deine Schnauze! Du Oberticker! Man hat es eben schon gesehen, die Tauschmutter muss dann leider flüchten und Andreas tut das Einzige, was man in so einer Situation auch tun kann, um als Mann diese Aggression loszuwerden. Er schreit eine Wand in der wirklich hässlichen Farbe an. Andrea ist dann davon verständlicherweise doch ziemlich getroffen und muss auch ein bisschen weinen. Oh, die tut mir schon irgendwie leid. Ich finde auch, so geht man nicht mit Menschen um, schon gar nicht mit einer Frau. Die Arme. Allerdings, das muss man ihr lassen, ist sie wirklich sehr hartnäckig oder wurde ziemlich gut von der RTL 2 bezahlt, das weiß ich bis heute nicht so genau, und hat am nächsten Tag nochmal einen neuen Anlauf bei Andreas gestartet und wieder fing es richtig positiv an. Ja, ist ein bisschen scheiße gelaufen. Darf ich nochmal reinkommen? Na klar, darfst du reinkommen. Komm rein. Danke. Genau, und dann hat Andreas ihr auch nochmal erklärt, dass das ja gestern gar nicht so gemacht meint war. Mit seiner Frau und seiner Tochter spricht er nämlich auch immer so. Bei uns ist der laute Ton
gang und gäbe. So lieb und lädt seine Tauschmama auch noch auf einen Lehrgang ein. Und wir erinnern uns, er ist ja immerhin Professor der Chemie. So, und jetzt zeige ich dir die Reiniger, die du überhaupt nicht in der Hand nimmst, weil die sind zu gefährlich. Andrea hat dann aber doch irgendwie so ein bisschen Todessehnsucht oder so, weil sie ist der Meinung, dass sie durchaus mit solchen Reinigern umgehen kann. Sie liebt einfach die Gefahr. Also das ist ja sowas von lächerlich. Sowas von lächerlich. Ja, und dann kommt so, wie es kommen musste und Andreas tickt einfach wieder komplett aus. So hart, dass RTL 2 das damals gar nicht richtig gezeigt hat. Stimmt's ja wohl, ich lass mir hier von dir nicht anschreien. Ich hab dir gesagt, das machst du mit mir nicht. Und während Andrea dann flüchtet, ist Andreas so wütend, dass er einfach nochmal so richtig ein paar Sprichworte verprügeln muss. Die Armen, das haben sie eigentlich auch nicht verdient. Wenn die nochmal so anfängt, dann kriegt sie das Letzte von den Ersten zu hören und dann so weiter. Aber auch hier hat RTL 2 wohl wieder irgendwie richtig gut gezahlt. Denn diesmal am nächsten Tag ist es Andreas, der einen Schritt auf sie zumacht, indem er ihr eine wundervolle Tauschbotschaft schickt, in der er zeigt, was er jetzt alles in der Zwischenzeit kaputt gemacht hat. Hier siehst du das Resultat, was heute abgegangen ist, nachdem du gelacht hast. Genau, und der Umstand, dass er diese Tür oder was das da ist, mehr oder weniger eingeschlagen hat, beweist ganz klar, er ist psychisch gesund. Also zumindest in seiner Welt. Ich bin kein Psychopath und damit ist es auch so. Schlagende Logik. Und wir können ja eigentlich in der Zwischenzeit auch nochmal gucken, was bei der Tauschfamilie gerade so passiert. Da hat Sandra sich nämlich vorgenommen, Matthias nicht von der Bettkante zu stoßen. Und ich glaube, ich gucke mir die nächste Szene mal so an. Was soll das jetzt werden? Matthias hatte allerdings ähnlich so viel Bock drauf wie auf die Romantik seiner Frau. Also auf einer 1 bis 10er Skala würde ich sagen, eine solide minus 19. Ich lass mir hier nicht von so einem Schwabbelkuchen hier irgendwas hier rotig aufzwingen. Das kann Sandra allerdings wiederum gar nicht verstehen. Und eine leichte Verzerrung des Selbstbildes haben wohl einfach alle in ihrer Familie. Also ich finde mich schon sehr, sehr sexy und auch sehr erotisch in meinem Outfit. Bei Andreas und Andrea hat dann wohl wieder ein RTL 2 Redakteur seine Brieftasche geöffnet oder so. Keine Ahnung, ich kann es mir wirklich auch nicht mehr erklären. Andrea versucht es aber nochmal, diesmal mit einem Brief. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns noch einmal treffen würden, um über alles zu reden. Das Treffen findet dann auch statt. Und nochmal möchte Andrea gerne von Andreas, dass er doch irgendwas in seinem Haushalt ändert. Aber wir erinnern uns, Veränderung ist und bleibt sein Erzfeind. Wenn es dir nicht passt, bleib da, wo der Pfeffer wächst oder rutsch mir den Buckel runter. So einfach ist das. Andrea möchte dann aber wenigstens dem Kind der Familie ein bisschen näher kommen und vielleicht mal eine Runde verrücktes Labyrinth oder so spielen. Aber auch da hat Andreas eine ganz klare Botschaft. Meine Kleine hat zu mir gesagt, die Blöde kann bleiben, wo sie will. Und alles andere kann mich mal am Hintern decken. Okay, also davon mal abgesehen, dass ich mir sicher bin, dass deine Tochter das so nicht gesagt hat. Aber ist ja eigentlich auch egal. Wäre es denn jetzt nicht wirklich langsam mal am besten, wenn ihr diese Folge endlich abbrechen würdet? Das kann doch kein Mensch mehr mit ansehen. Ich werde das Experiment nicht abbrechen. Frauentausch. Von meiner Seite kommt das Abbruchwort nicht. Warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Andreas rastet aus, weil er so viel ausrasten muss, weil er die Folge nicht verlassen will, weil er dann wieder ausrastet? Ist ja eigentlich auch egal. Andrea startet dann jedenfalls noch einen Anlauf. Diesmal legt sie nämlich ein Geschenk für die Kleine vor die Tür. Was ist? Danke, Tauschmutter. Oh, wie schön ein Buch und ein tolles Friedensangebot, auf das Andreas dann auch nochmal eingeht. Und irgendwie scheint es dann zwischen den beiden bei der nächsten Begrüßung wieder besser zu laufen. Morgen, Andrea. Morgen. Ich bin froh, dass du zu den Treffen gekommen bist. Klasse. Und jetzt bedankt sich Andreas doch bestimmt auch total liebevoll für dieses Buch. Und dann wird diese Frauentauschfolge doch noch total nett. Oder etwa nicht. Dein Buch fand ich das allerletzte. Wärst du in der Nähe gewesen, hätte ich dir rechts und links um die Ohren gepfeffert. Also ja, und dann wollen die drei eigentlich gemeinsam da irgendwie Tiere an so einer Weide angucken oder so. Aber auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, ich habe wirklich sehr bewusst alle möglichen Stellen mit dem Kind rausgecuttet, weil das ging mir an einigen Stellen einfach zu weit. Andrea jedenfalls war von dem Ausflug aber eh nicht so begeistert. Ich kann den hier nicht abgewinnen heute irgendwie, weiß ich nicht. Was? Im Nieselregen und bei schlechten Temperaturen da draußen rumlaufen und absolut keine Tiere angucken, weil die nicht da sind, ist Andrea schon wieder zu viel? Nee, das geht Andrea schon wieder zu weit. Das Verhalten eben gerade finde ich vollkommen scheiße. Und dann ist es endlich soweit und dieser Frauentausch neigt sich dem Ende zu. Aber Andrea macht nochmal einen Versöhnungsanlauf. Und wenn sie dafür nicht mindestens 10.000 Euro gekriegt hat, dann weiß sie auch nicht mehr. Aber bevor ich nach Hause fahre, möchte ich mich trotzdem nochmal von ihm verabschieden. Toll finde ich dann, dass Andreas sich nochmal die Zeit nimmt, um mit ihr zu reden, um ihr auch noch eine positive Botschaft mitzugeben, die sehr wahrscheinlich auf ihrem weiteren Lebensweg richtig helfen wird. Ich verstehe schon, warum diese Folge so berühmt ist. Du bist eine hochnäsige und das war's denn für mich. Und auch Andrea hat noch eine positive Nachricht für ihn. Das ist alles so liebevoll. Ehrlich mal, du hast ein IQ
wie eine Mikrobe. Du kannst nicht denken, du kannst nur beschimpfen. Ja, und dann reist Andrea einfach zurück und fällt dann ihrem Matthias auch in die Arme. Nur irgendwie ist das ja blöd für Tauschmutter Sandra, weil die weiß von gar nichts. Was jetzt? Oh. Was jetzt? Andrea erklärt Sandra dann erstmal, was alles so passiert ist. Aber die kann das gar nicht verstehen, denn sonst ist Andreas doch der netteste Mensch der Welt. Ha? Ha. Ich habe keine Erklärung, sonst ist er nicht so. Sonst ist er nicht so. Dann muss ich Sandra auch noch Andreas Fazit der ganzen Frauentauschwoche anhören. Und sagen wir mal, auch das ist wieder ein bisschen wie meine französischen Noten früher. Ich habe jedenfalls nichts mit ihm. Ist okay, wenn du es so siehst. Ein bisschen merkte man dann aber doch, dass Sandra zumindest ins Nachdenken gekommen ist. Und manchmal, das muss man ja vielleicht auch mal sagen, ist eine Frauentauschfolge dann wenigstens dazu gut. Es kann schon sein, dass sie vielleicht mit einigen Sachen recht hat. Kaum, dass sie zu Hause war, sah es dann aber doch wieder ein kleines bisschen anders aus. Und alle haben sich erst einmal gefreut, dass Mama wieder da ist. Und Andreas hat dann auch die absolut beste Begründung dazu, warum er so unmenschlich mit Andrea umgegangen ist, die ich mir nur vorstellen kann. Ich frage mich, ob er das selber glaubt. Ich habe mich mehrmals vor ihr richtig aufgebäumt und sie hat das wahrscheinlich falsch verstanden. Das reicht Sandra dann als Erklärung und alle Gedanken, die Beziehung vielleicht zu beenden oder mal irgendwie mehr für die Tochter zu sorgen oder was auch immer, sind einfach davongewischt. Und die beiden fangen schon wieder an, sich gegenseitig aufzuessen. Ja, und das war dann leider auch schon die berühmteste Frauentauschfolge aller Zeiten. Allerdings habe ich dir ja noch ein paar Infos versprochen. Und zwar, das habe ich auch schon sehr, sehr oft in meinen Kommentaren gelesen, gab es wohl lange Zeit das Gerücht, dass Psycho Andreas mittlerweile tot ist. Das stimmt allerdings nicht, wie dieser relativ aktuelle Zeitungsartikel hier beweist. Zeitweise kursierten Gerüchte, dass Psycho Andreas tot sei. Das ist allerdings totaler Quatsch, denn der Frauentauschkandidat ist quicklebendig. Vor einiger Zeit tauchten sogar Beweisfotos auf, denn Andreas wurde von seinen Anhängern gesichtet. Verändert hat er sich äußerlich kaum, er ist halt einfach nur etwas älter geworden. Immerhin liegt die Ausstrahlung von Frauentausch auch schon ein paar Jahre zurück. Einziger Unterschied, die Haare sind heute etwas kürzer. Genau, und dazu gibt es auch ein relativ bekanntes Bild, das ist hier auch schon mehrmals auf YouTube irgendwo in verschiedenen Videos gepostet worden. Und da sieht man zum einen sehr deutlich Andreas und das links, glaube ich, müsste tatsächlich auch noch immer seine Frau Sandra sein. Allerdings habe ich natürlich auch noch ein bisschen das Internet umgegraben und habe tatsächlich noch ein deutlich schärferes Bild gefunden. Und auch hier sieht man, wie ich finde, wieder wundervoll Andreas positive Lebenseinstellung. Aber das passt auch ganz gut zu dem Artikel, da heißt es nämlich weiter, laut einer Aussage eines Nachbarn soll Psycho Andreas heute noch immer ziemlich pöbeln. Solange die Stimmbänder noch funktionieren, brauchen sich seine Fans wohl keine Sorgen zu machen. Allerdings ist ja Andreas, wie ich finde, nicht der einzige Star in dieser Folge, sondern da gibt es ja auch noch seine Frau Sandra und auch über die gibt es ein paar Infos. Denn der Artikel schreibt weiter, während Andreas eigene TV-Karriere seit Frauentausch leider stagniert, läuft es bei seiner besseren Hälfte seiner Frau Sandra beruflich ziemlich rund. Als Pornodarstellerin soll die Brünette auf einem FSK 18-Portal bereits in über 120 erotischen Produktionen mitgewirkt haben. Andreas sollte es nicht weiter stören, immerhin genießt er selbst am liebsten Sex in der Öffentlichkeit. 2018 mussten die beiden nach einem kurzen Schäferstündchen auf dem Balkon eine Geldstrafe von 2.100 Euro zahlen, wenn da mal nicht eine Runde gebrüllt wurde zu Hause. Wenn uns die Lust überkommt, dann kann es auch mal sein, dass wir in der Küche oder halt auch im Badezimmer und wir hatten halt gerade Lust und dann haben wir eben auf dem Balkon. Mindestens 5-mal geht's auf dem Balkon zur Sache. Also ich sag mal, es war noch nicht das Extremste, aber über das Extremste, da sage ich mal so, wie es ist, halten wir stillschweigen. Von der öffentlichen Piepshow halten die Nachbarn nichts. Angeekelte Anwohner zeigen das Pärchen an. Das Gericht verhängt eine saftige Geldstrafe, 2.100 Euro. Die Strafe zeigt ihre Wirkung. Die Leipziger Liebesspiele, öffentliche Auftritte wird es nicht mehr geben. Auf jeden Fall, wir gehen nicht mehr ohne, also ohne oben oder meine Frau ohne im Bikini, nicht mehr auf dem Balkon. Nur noch in, komplett in Sachen alles, damit bloß die Nachbarn nichts mehr zum Reden haben. Okay Leute, und da ich ja bekanntermaßen ein investigativer Zwiebeljournalist bin, habe ich dann tatsächlich mal geguckt, ob Sandra denn eigentlich heute auch noch auf diesen Portalen aktiv ist. Und ja, und sie hat sogar eine eigene Website und es gibt da wirklich eine Menge Dinge. Ich poste euch mal ihren Internetnamen unten in die Infobox, aber guckt euch das natürlich nur an, wenn ihr über 18 seid und innerlich eigentlich auch schon gestorben. Und für die nicht ganz so Mutigen habe ich hier immerhin ein Bild von ihr gefunden, das ziemlich aktuell sein dürfte. Und auf dem
hat sie glücklicherweise sogar was an. Aber okay, das war's denn jetzt tatsächlich für dieses Video. Und ich hoffe natürlich, es hat dir mindestens genauso viel Spaß gemacht wie ich und dass du jetzt vielleicht Lust bekommen hast, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und dem Video für den Algorithmus auch noch einen Daumen nach oben da zu lassen. Außerdem gibt es an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an unseren Sponsor CyberGhost VPN. Ohne den, und das sage ich nicht nur so, solche Videos tatsächlich gar nicht möglich wären. Wenn du also noch mehr Sicherheit im Internet willst und nach einer Möglichkeit suchst, zahlreiche Blogs zu umgehen, dann klicke jetzt unbedingt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schütze heute noch deine Daten für nur 1,84 im Monat bei 4 kostenlosen Monaten. Aber eigentlich musst du das jetzt sowieso wieder tun, denn sonst musst du dir jetzt gleich im Internet Dinge anschauen.